auf das Leben. Auf das Leben. In ein paar Stunden, da bin ich in Paris, da kennt mich kein Schwein. Außer Timo. Weißt du, warum er mir so fehlt? Weil er mich so liebt, wie ich wirklich bin. Tristan, er hat dir wehgetan und das nicht nur einmal. Ich habe versucht, einen Schlussstrich zu ziehen. Wirklich, ich hab's versucht. Ich kann's einfach nicht. Jetzt weiß ich, was du vorhast, du Schurke. Ein Dreier, hm? Ein Wort von dir und ich schmeiß sie raus. Musik auf, da machen wir uns alle so ein bisschen locker. Ja, ist eine gute Idee. You tell all the boys no. Makes you feel good. Yeah. I know you're out of my league. But that won't scare me way out. You've carried on so long, you couldn't stop if you tried it. You've built your wall so high that no one could climb it. But I'm gonna try, would you let? So gut wie fertig. Also, wenn der Zug keine Verspätung hatte, müssen Sie jetzt gleich da sein. Ich freue mich so sehr, dass der Zug gleich wieder da ist. Ach, ich habe mich gut verstanden gefühlt. Du bist zwar die tollste Frau der Welt, aber der beste Kumpel ist immer der beste Kumpel. Ich freue mich auch auf den Spinner. Und nicht nur, weil Leonie in letzter Zeit so eine miese Laune hatte. Schlecht, das ist nicht. Was ist denn das für eine Begrüßung? Macht man das in Frankreich etwa so? Sorry, ich habe nicht gesehen, dass er da steht. Timo! Wo ist denn Timo? Ist er etwa nicht mitgekommen? Timo hat seine Meinung geändert. Er bleibt in Paris. Wie viel France? Hängst Maximilian noch auf, wenn du so nah mit dem Ding da vor seiner Nase rumfuchtelst? Ach Quatsch, der Kleine liebt die Kamera. Ganz die Mama. Außerdem muss ich Hagen noch beweisen, wie brav der Kleine die erste Nacht zu Hause geschlafen hat. Er kommt zurück. Ja, das muss er einfach. Das muss er. Guck doch, wie friedlich er schläft. Hoffentlich bleibt das auch so. Also, wenn du willst, dann bleibe ich die Nacht hier und wir könnten uns abwechseln mit den Fläschchen. Ach, Quatsch. Wir Stiels schlafen wie die Murmeltiere. Nein. Außer Onkel Justus. Aber der ist sowieso ein bisschen aus der Art geschlagen. Okay. Aber du weißt schon, dass Babys auch nachts was zu essen kriegen. Ja, schon. Aber die Hebamme hat auch gesagt, dass jedes Kind anders ist. Und er kommt ja anscheinend ganz nach mir. Und deswegen ist er ganz pflegeleicht und unkompliziert. Okay. Naja, also weil, also der Tag-Nacht-Rhythmus hat sich ja noch gar nicht eingestellt und es kann ein paar Wochen dauern, bis... Dana, es ist echt toll, dass du diese ganzen Bücher auswendig gelernt hast, aber ich habe doch auch ein bisschen Erfahrung durch meine Geschwister. Learning by making, sag ich immer. Okay, also das heißt, ihr kommt klar, ja? Guck dir doch unseren kleinen Engel an. Okay, dann. Mal.
Sag aber Bescheid, wenn irgendwas ist oder. Großes Blondine an Bord. Gut. Gute Nacht. So. Mami nimmt jetzt eine schöne Dusche und du machst Schlumpi bis morgen. Schon wieder diese scheiß Mailbox. Klar, weil er Schiss hat, dir die Wahrheit zu sagen. Quatsch. Was ist denn jetzt überhaupt passiert? Erst war alles gut. Ich habe ihm mein Cartier gezeigt und meine alte Schule, meine Lieblingsplätze. Es war wirklich schön und romantisch. Irgendwann wurde er dann komisch. Und kurz vor der Abfahrt heißt es dann plötzlich, er bleibt noch 3 Monate, mindestens. Hammer. Und das Krasseste ist, das hat er schon lange organisiert. Er macht sein Abi in Frankreich. Das glaube ich nicht. Ja, schon. Es gibt dort eine deutsche Schule und er hat sich sogar schon angemeldet. Wie stellt er sich das denn vor? Ich meine, mit euch beiden ist es doch... Wenn es nach ihm geht, dann kann ich heute schon nach Paris ziehen, da meine Mutter da sowieso lebt. Nein, das kann er doch nicht machen. Er kann doch nicht einfach so nach Paris ziehen. Er kann und er wird. Er hat das lang geplant. Ich hocke hier seit Wochen und warte. Ich war nicht mal mehr einen Abend wirklich draußen. Wisst ihr wieso? Weil ich Angst hatte, dass ich einen Anruf von ihm verpassen könnte. Ja, ich hab dir gesagt, dass du übertreibst. Und damit ist jetzt Schluss. Darauf kannst du dich verlassen. Und ich glaube, dass diese ganze Nummer ein riesengroßes Missverständnis ist. Weißt du, was ein Missverständnis ist? Dass ich dachte, er vermisst mich genauso wie ich ihn. Gib dir das mal. Ein wildfremder, durchgeknallter Fan schenkt mir ein sauteures Kleid, weil er mich toll findet. Während mein Freund einfach so auf Fernbeziehung schaltet. Das ist doch nicht wahr. Das Leo? Ist nix, Leo. Ich hab die Schnauze voll. Was willst du jetzt machen? Party. Und ihr kommt mit. Thank you. For telling me lies. Thank you. Ja, was ist? For making me cry. Now I know I've got a heart. I've got a big blood. Schade, dass deine Freundin gegangen ist. I know. Sie war echt süß. Na, bisschen verkrampft vielleicht, aber sonst. No. Ich kann mich nicht erinnern, dich nach deiner Meinung gefragt zu haben. Noch ein bisschen die Beine vertreten. Ich wollte gerade zu dem Kiosk mir ein paar Zeitschriften kaufen. Ich schlafe gerade nicht besonders gut. Hast du irgendwas von Hagen und deinem Vater gehört? Kein Lebenszeichen. Es tut mir leid. Sag mal, hast du vielleicht Kontakt zu Tristan? Ich sehe ihn zu Hause gar nicht mehr. Der ist beschäftigt. Was meinst du damit, er ist beschäftigt? Du, das fragst du lieber selbst, aber vielleicht wartest du damit noch bis morgen früh. Hat er eine abgeschleppt? Hat er wieder... Mann! Schlaf gut. Mama haut sich jetzt noch ein bisschen in ihr Prinzessinnenbett. Viel zu jung, um jetzt noch aufzubleiben, hm? Reden wir in 10 Jahren noch mal drüber. Na, sagen wir besser in 20. Hm? Oder hast du Hunger? Hast du Hunger? Ja, dann hatte Mama 2 wahrscheinlich doch wieder recht.
Aber ich sehe ja eigentlich, so ein kleines Beruhigungsschlückchen ist nichts einzuwenden. Aber danach ist Ruhe im Karton, ja? Mir das nur so vor, da gucken die gerade alle. Ey, du hast hier den Song Contest gewonnen. Was hast du erwartet? Hör auf, an deinen Haaren rumzuzupfeln. Du siehst super aus. Ja, das ist dein Arm, Leonie. Okay? Und dein Publikum. Du hast diesen Laden von der Bühne aus erobert. Ja. Die Leute lieben dich. Okay, Leute, Party! Das ist meine Leonie. Ich hol die erste Runde. Hab ich erwartet. Oh Mann, Timo ist so ein Idiot. Weißt du was? Ich rufe ihn morgen einfach nochmal an. Auf mich wird er schon hören. Naja, zumindest geht's dir jetzt wieder besser. Ich habe vorhin gedacht, sie würde aus dem Fenster springen. Ach. Das ist nicht das Mädchen da vorne. Kennt meinen Song und wollte wissen, wann meine zweite Single rauskommt. Ja, weil du eben ein Star bist, Leonie. Ja, nur Timo sieht das nicht so. Sonst würde er nicht versuchen, mich hier wegzuholen. Du weißt ganz genau, dass Timo dein größter Fan ist und wahrscheinlich tut es ihm jetzt schon leid. Ruf ihn doch einfach nochmal an. Er hat den Scheiß verzapft. Er ist am Zug. Auf diesen Abend. Auf den Abend. Ja, wer sagt's denn? Fein. So, jetzt ist gut, ne? Jetzt können wir gut schlafen. So. Hey. Du, wir beide hatten noch ein Deal. Du verhältst dich wie ein echter Stiel und schläfst jetzt wie ein Bär im Winterschlaf und die Mama kriegt ihren Schönheitsschlaf, damit sie ganz lang jung und knackig bleibt. Hm? Hey, ich wollte mal noch euch beiden sehen. Hey. Soll ich helfen, Fläschchen machen oder so? Nee, nee. Maximilian hat schon gespeist. Keine Ahnung, warum er nicht müde wird. Ist es okay, wenn ich ein bisschen hier bei dir bleibe? Klar. Aber du bist doch bestimmt total müde. Ich meine, der Tag war jetzt nicht ohne. Ist nichts mit Schlafen. Zu viel Kopfkino. Und jetzt surfst du im Internet? Pass auf, dass du nicht so viel Kohle beim Frustshoppen raushaust. Das ist ein Nachrichtenportal. Wenn die Ludwig in Tagen finden, dann kriege ich das sofort mit. Ach so, klar. Hey, du. Brauchst du eine neue Windel? Das haben wir auch schon hinter uns. Aber hätte ich gewusst, dass du kommst, hätte ich definitiv auf dich gewartet. Darf ich mal? Auf, die Sirene kann ganz schön laut werden. Oh, mein Schatz. Ja. Und sie hieß wirklich Mandy? War das dein Ernst? Ich hatte jetzt wirklich keine Lust mehr, das auch noch zu überprüfen. Entschuldigung, ich wollte dir das eigentlich gar nicht erzählen. Du hast echt deine eigenen Probleme. Ach, auf das eine mehr kommt jetzt auch nicht mehr an. Weißt du, ich habe einfach das Gefühl, Tristan will gerade abstürzen. Und er will auch, dass wir das alles sehen. Das kann so nicht weitergehen. Wir müssen irgendwas tun. Also, ich muss hier überhaupt nichts mehr tun. Weißt du, mir steht das echt hier. Tristan macht einfach gerade eine schwere Zeit durch. Und deshalb soll ich ihm einfach jeden Scheiß durchgehen lassen, den er sich leistet? Natürlich nicht. Ich will damit nur sagen, dass Tristan sich oft selbst im Weg steht. Super, daneben steht immer irgendeine Mandy. Ach, das hat doch nichts zu bedeuten. Nein, das stimmt, bei ihm hat es nichts zu bedeuten. Ich konnte mir ja sogar noch aussuchen, ich oder sie, Hauptsache irgendwo drüber rutschen. Tristan hat das nicht so gemeint. Jetzt hör doch mal auf, ihn ständig zu verteidigen, du warst doch überhaupt nicht dabei. Ja, Tristan streng genommen doch auch nicht. Er war doch komplett zugetrönt, Bella. Ja, am Anfang vielleicht. Aber weißt du, zu mir nachgekommen ist, hat er mir direkt in die Augen gesehen und hat einfach nichts gesagt. Wer ist dir hinterhergelaufen? Er liebt dich. Das hat er mir selbst gesagt. Weißt du, wenn das eine Frau von Liebe ist, dann kann er sie sich echt in den Arsch stecken. Thank you.
Wahnsinn, das hat er verdient, wirklich. Wenigstens nur von einem Abend. Ey, ich habe ihn jedes Mal unterstützt. Und wenn ich mal Hilfe brauche, wo ist er dann? Jetzt kann er mich mal. Funkstille. Ich werde mich amüsieren. Das ist die richtige Einstellung. Mach mal das Gleiche bitte, ja? Machst du bitte zwei draußen. Okay. Keine Sorge, ich bin voll auf Deck. Ja. Mach dir keine Sorgen, ich bin mich schon heil. Hey, da seid ihr ja. Gustav, Leonie, Leonie, Gustav, Kim, Leonie, Leonie, Kim. Das ist ein Kollege von mir aus Schweden. Du bist auch Koch? Ja. Ein Koch aus Schweden. Ein schwedischer Koch. Was ist daran so lustig? Das freut mich auch. Alles. Entschuldigung. Macht nichts. Ich lasse mich gerne auslachen. Aber nur von ganz besonders hübschen Frauen. Oh. Das ist mir langweilig. Ja klar, mir ist doch auch immer langweilig, wenn nichts los ist. Und meistens will ich dann tanzen. Ja, dann will ich nämlich tanzen, die ganze Nacht rum. Tanzen, immer nur tanzen, tanzen, tanzen. Siehst du? Ich glaube, das hat er von mir. Das klappt ja wirklich. Und jetzt tanzen wir in die Reihe. Glaubst du, das ist normal, dass er gar nicht mehr aufhört? Du hast doch diesen ganzen Quatsch gelesen. Ich glaube schon, dass das in den ersten Wochen nicht ungewöhnlich ist. Was hat er denn? Ich meine, wer hat was zu essen bekommen, Bäuerchen gemacht, Windeln gewechselt und wir machen einen ganzen Zirkus um ihn. Ich muss nach Hause, es ist mega spät und... Das ist unser Abend, du darfst nicht gehen. Ich weiß, aber ich muss morgen früh zum Großmarkt oder heute. Ich habe keine Ahnung, es wird jetzt echt Zeit für mich. Ich komme später, ja. Ich muss morgen so früh raus, okay? Du, pass auf, ich schlafe einfach gleich bei Leonie, okay? Dann wecke ich dich morgen nicht. Okay, dann pass ein bisschen auf sie auf, ja? Ja. Was ist so schön jeden Tag? Ey, wir haben nur festgestellt, wie süß du bist, wenn du einem Tee hast. Das ist aber ganz schön dumm von euch, weil ich bin stocknüchtern. Okay, dann mach einfach weiter so. Du bist ein echter Freund. So, Gustav Johansson oder Johann Gustavsson, ich hab keine Ahnung. Ich meld mich. Was? Du bist weg? Ja. Wir besuchen hier in Stockholm. Ach, tschüss. Ich geh mal schnell aufs Klo, ja? Mach keinen Blödsinn. Ich meine, ist ganz schön komisch, was sollen wir denn für einen Blödsinn machen? Keine Ahnung. Noch lauter geworden? Ja, ich habe eine Idee. Wieso bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Das hat bei meinen Geschwistern immer gewirkt. Was denn? Hier steht zwar doch die Meister im Durchschlafen. Ein Schneider fängt eine Maus. Ein Schneider fängt eine Maus. Ein Schneider fängt eine Mausemaus. Mima, Mausemaus. Ein Schneider fängt eine Maus. Er zieht dir ab das Fell, er zieht dir ab das Fell, er zieht dir ab das Mausefell, Mima, Mausefell, er zieht Jessica, dir ab das Fell. Was ist denn das für ein Lied? Schlaflied. Hast du mal auf den Text geachtet? Sag jetzt nicht, du hast Mitleid mit der Maus. Ich finde nicht, dass Maximilian sowas Brutales hört. Aber er versteht doch gar kein Wort. Es wirkt.
Hörst du das? Ich höre nicht. Morgen. Das Frühstück ist gleich fertig. Hast du hier geschlafen? Naja, irgendjemand musste ja auf dich aufpassen, hm? Warum bin ich denn auf dem Sofa? Oh, du kannst dich an gar nichts mehr erinnern, oder? Doch. Hm? Wir waren im No Limits feiern. Mit Unmengen Prosecco. Dann war da dieser Typ, Gustav. Mhm. Ich zitiere, mein süßer schwedischer Koch. Oh Gott, Leo, es war gar nicht so einfach, euch auseinanderzueisen. Du hast ganz schön gemeckert. Aber wie ich dich kenne, hatte ich das nicht davon abgehalten. Hm. Bevor es zu einer Europäischen Union kommen konnte, es ist fast nichts passiert. Fast? Ihr habt ein bisschen rumgeknutscht. Oh, ist mir schlecht. Bella! Bella, Frühstück ist fertig. Danke, ich hab keinen Hunger. Es gibt Käsespätzle. Kaffee ist gut. Ist denn mit deinem Fuß? Das geht schon. Bella, so kommst du mir nicht davon. Du erzählst mir jetzt, was los ist, und ich schaue nach deinem Fuß. Sonst gibt's keinen Kaffee. Na, komm. Bella, diese aggressive Musik am Morgen und deine miese Stimmung. Ich nehme an, das hat was mit Tristan von Lahnstein zu tun? Ich will wirklich nicht drüber reden. Ich nehme an, da will sich jemand entschuldigen. Ich war gestern bei ihm, um ihm zu sagen, dass ich mit ihm zusammen sein will. Ja, und? Ich war nicht die Einzige, die da war. Hey, Süße. Ich weiß, ich hab dich total überfahren. Bitte lass uns noch mal über alles reden, ja? Ich liebe dich. Bis dann. Hey, jetzt kein überstürztes Mitleid. Es ist doch gut, dass er es jetzt gecheckt hat, hm? Während Timo in Paris sich einen Kopf macht, knutsch ich hier fremd. Du hättest mich ruhig davon abhalten können. Ja, bitte. Ich war nur kurz auf dem Klo und dann wart ihr schon ineinander verkeilt. Keine Details, bitte.
Leonie, Timo hat es doch verdient. Er ist selbst schuld, wenn er dich so nach Hause schickt. War Emilio dabei? Hat er das gesehen? Emilio war schon unterwegs nach Hause. Gott sei Dank. Ich will es Timo nämlich selber sagen. Du willst was? Ich sag ihm das. Was denn? Dass du einen Abend ohne ihn Spaß hattest? Du meinst, ich soll ihn anlügen? Nein, du sollst ihn nicht anlügen. Du sollst einfach nur ein bisschen Knutschen für dich behalten. Du hast ja jetzt nicht mit der kompletten schwedischen Eishockeymannschaft geschlafen. Daran würde ich mich erinnern, oder? Nee. Als deine Freundin würde ich es dir sagen. Du liebst Timo doch, oder? Ja, und an diesen Gustav kannst du dich doch kaum erinnern. Nur verschwommen. Warum schlafen die Hunde weg? Nach dem rechten Sinn und da ist Maximilian aufgewacht. Ich wollte die Damen nicht wecken. Okay. Kannst du bitte das nächste Mal Bescheid sagen, wenn du Babys aus ihrem Bettchen entführst? Da hast du wohl recht, ich habe auch fast einen Herzinfarkt gekriegt. Frau Lindsay, Emma möchte noch was von dieser selbstgemachten Marmelade. Haben Sie noch welche da? Aber sicher, ich hole sie eben. Na ja, schauen Sie erst mal, dass der kleine Kerl hier alles hat, was er braucht. Ich lasse sie Ihnen dann gleich hochbringen. Übrigens, falls es sich noch nicht rumgesprochen hat, Gurkenmaske hilft gegen Augenringe. Ja. Ist so schlimm? Ach was. Sagen wir mal so, du siehst so aus, wie ich mich fühle. Na, schönen Dank. Ich fühle mich so mies. Soll ich Timo denn wirklich nichts sagen? Dieser Gustav ist schon längst auf dem Weg zurück nach Stockholm. Den siehst du nie wieder. Und solange Timo sich noch nicht entschieden hat, wo er sein Abi machte, da würde ich mir jede Diskussion ersparen, hm? Ja. Du siehst ein bisschen blass aus. Hol dir mal einen Kaffee. Ach nee, geht schon. Also Emilio kann keine Gedanken lesen. Du musst ihm da ja nichts erzählen bzw. dich nicht verstecken. Aber Timo ist Emilios bester Freund. Wenn er das rauskriegt, der guckt doch schon so komisch. Mein Gott. Der hat heute vielleicht gerade nur 3 Stunden geschlafen. Der pennt im Stehen mit offenen Augen. Ich gehe erst mal arbeiten. Leonie, na, wie geht's heute Morgen? Gut soweit. Du wirkst ein bisschen nervös. Ach Quatsch. Ich wollte gerade Kontakt mit Gustav aufnehmen, um ein paar Rezepte auszutauschen. Du erinnerst dich? Dieser nette schwedische Koch. Nett, ja. Sehr, sehr nett. Und schau mal, was ich gerade auf der Homepage von No Limits entdeckt habe. Leonie Richter, verdammt nochmal, was soll das, hä? Dass Tristan mit dieser Frau sehen soll, das war so absurd. Und er hat ihr einen Dreier angeboten. Nein, sie hat das. Und du hast abgelehnt. Ja. Naja, es gab Zeiten, da war man bei diesen Sachen etwas experimentierfreudiger. Ich frag mich einfach, ob das alles meine Schuld ist. Was denn? Dass Tristan all diese Dinge macht. Ich meine, guck mal, wir haben miteinander geschlafen und am gleichen Tag sage ich ihm, dass ich nicht mit ihm zusammen sein will. Das ist doch
Ja, sowas nagt natürlich am Selbstbewusstsein. Aber ein richtiger Mann steckt das weg. Nur ein kleiner Junge tritt und beißt. Und jetzt frag dich, zu welcher Sorte Tristan gehört. Eben. Dann überleg dir doch mal, weshalb du dich gegen ihn entschieden hast. Oh, Morgen. Hallo Olli. Hey. Ich wollte eigentlich zu Bella. Bist du umgeknickt? Ja, genau. Ich wollte eigentlich nur hören, wie es dir geht. Das ist doch dieses Gespräch. Ja, sie hat Tristan besucht und der hat ihr einen flotten Dreier vorgeschlagen. Du hast hoffentlich ja gesagt. Ja, es war die Nacht meines Lebens. Meine Schwester. Ich habe natürlich abgelehnt. Tristan macht gerade eine harte Zeit durch. Ich meine, jetzt, wo sein Vater und sein Bruder verschwunden sind, da... Das ist keine Entschuldigung. Und kein Grund für ein Dreier. Er hat mir auf die Mailbox gesprochen. Ja, du willst dir das doch hoffentlich nicht anhören. Das ist Karma. Kaum will ich Timo anlügen, da taucht dieses Bild auf. Ja, herzlich willkommen im Internetzeitalter. Da bleibt halt keine Schandtat unentdeckt. Und das solltest du wissen, wenn du richtiger Popstar werden willst. Was ist hier los? Was los ist? Hier. Das ist los. Ich hab doch gleich gesagt, dass ich Timo alles beichten muss. Du musst gar nichts, okay? Aber Emilio sagt auch, dass ich das muss. Wenn du nicht so schrecklich verkatert wärst, dann würdest du merken, dass Emilio dich auf den Arm nimmt. Hey, du bist sowas von fies. Ein bisschen Strafe muss sein, wenn man seine Limits nicht kennt. Ja, aber irgendwann ist auch Schluss, okay? Finde ich auch. Ich sag ihm jetzt alles. Nein! Aber wenn er das Bild sieht, dann ist es sowieso vorbei. Guck doch mal das Bild. Es geht hier überhaupt nicht um das Bild. Das ist ein Anruf von uns, ist weg aus dem Netz. Hier geht es um eine ganz, ganz andere Sache. Genau. Es geht darum, wie bringe ich meinem Freund bei, dass ich betrogen habe. Und das ist völliger Quatsch. Es geht hier überhaupt nicht darum, dass du mit einem anderen Typen rumknutschst. Die Frage ist vielmehr, warum? Wenn du willst, kann ich Andi gerne ausrichten, dass du heute nicht zur Arbeit kommst. Nein, ich besorge mir gleich noch eine Salbe und dann geht das schon wieder. Das hat super geklappt mit dem Kühlen, danke. Ach, oder ich bleib noch ein bisschen, Bella. Das wäre noch schöner, wenn ihr jetzt wegen Tristan auch noch eure Jobs vernachlässigt. Aber mir läuft nichts weg. Aber ich bin großes Mädchen und ich kann auf mich alleine aufpassen. Das könnte ich gesagt haben. Aber wenn du was brauchst, meldest du dich, ja? Das mache ich. Humpel vorsichtig. Bella, hier ist Tristan. Tut mir leid, es vorhin war einfach total daneben. Wir müssen unbedingt reden. Bitte ruf mich an. Oder besser, komm vorbei, ich bin zu Hause. Komm vorbei. Der hat sie doch nicht mehr alle. Du hast noch nie fremd geknuscht, seit du Emilio kennst. Ja, aber er hat sich auch nicht einfach nach Paris abgesetzt und gesagt, dass er nicht mehr wiederkommt. Okay, Mädels, erstmal schön Gruß von Gustav. Das mit dem Foto tut ihm natürlich leid, aber er kann auch nichts dafür. Und außerdem muss das Internet jetzt leider ohne euren Schnappschuss auskommen, das Bild ist weg. Im Ernst? Ja. Hat er noch irgendwas gesagt? Nur, dass ich Leonie melden soll, wenn sie Timo in die Wüste geschickt hat. Ich liebe Timo, ehrlich. Aber? Nix aber. Ich kann Leonie schon verstehen, dass sie das umgehauen hat, dass er jetzt auf einmal in Paris sein Abi machen möchte. Frag mich mal, wie es mir geht. Aber du hast dich nicht dem nächstbesten Koch an den Hals geschmissen. Das wäre noch schöner. Unter anderen Umständen hättest du dich nie für Gustav Johansson interessiert. Eben. Vielleicht hat es doch was zu bedeuten. Vielleicht hat unsere Fernbeziehung schon längst was kaputt gemacht. So ganz langsam, Stück für Stück. Das ist wie beim Schmelzen der Polkappe. Zuerst merkt man es gar nicht, weil jede Menge Eis da ist. Da fängt es an zu schmelzen und plötzlich gibt es die große Umweltkatastrophe. Glaubst du das im Ernst? Ich habe einfach Angst, ihn zu verlieren.
Oder vielleicht habe ich ihn schon längst verloren. Das ist doch Blödsinn. Spekulieren kann man doch eh nicht. Außerdem bist du total durch den Wind. Ja, und verkatert. Und deswegen solltest du über nichts anderes nachdenken. Ruf ihn auch nicht an, okay? Das bringt nur eine Katastrophe. Was soll ich denn dann machen? Ja, was anständiges Essen, das hilft immer. Und dann läuft der Rest wie von selbst. Das ist vielleicht jetzt ein total blöder Tipp. Ich würde einfach die Dinge laufen lassen und schauen, wie sie sich entwickeln. Ich habe nicht zurückgerufen. War das nicht deutlich genug? Hör mich bitte kurz an. Mehr will ich nicht. Darf ich reinkommen? Also, was da gestern gelaufen ist, das tut mir leid, das musst du mir glauben. Du erinnerst dich also noch daran, ja? Ich wünsche das für anders. Bella, dieses ständige Hin und Her, ich kann das einfach nicht mehr. Ich weiß, dass du Angst hast, aber ich habe auch Angst. Und dass du gestern bei mir warst, ich meine, das zeigt doch, dass du mich willst. Und ich will dich. Und also warum schmeißen wir nicht diese ganzen verdammten Zweifel einfach über Bord und versuchen es, weil wir uns lieben? Weil ich dich liebe. Was ist mit Mandy? Mein Gott, Mandy ist doch vollkommen egal. Das Einzige, was wichtig ist, das bist du. Und ich war gestern einfach zu feige, um dir das zu sagen. So froh, dass du sie weggeschickt hast. To your heart.